Liebe Kinder, herzlich willkommen zur heutigen Bibelgeschichte. Wir machen sie gemeinsam mit Marek. Hallo Kinder. Er ist der Gemeindepädagoge und bereitet auch die Kindergottesdienste vor. Und mit dem Herrn Pfarrer Sönke Frost, der uns mit dem Text hilft. Die heutige Bibelgeschichte ist eigentlich eine Fortsetzung der Geschichte von letzter Woche. Erinnert ihr euch noch? Da waren zwei Jungen traurig nach Emmaus zurückgegangen und hatten unterwegs den auferstandenen Jesus getroffen. Aber sie erkannten ihn erst beim Abendessen. Da verwandelte sich ihre Traurigkeit in große Freude. Voller Hoffnung und Freude liefen sie zurück nach Jerusalem und erzählten alles, was passiert war, den anderen Jungen von Jesus. Die Freunde von Jesus hielten sich in einem Haus in Jerusalem versteckt. Am Abend verschlossen sie die Türen sorgfältig. Sie hatten Angst, dass man jetzt vielleicht auch sie verhaften könnte. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und begrüßte sie mit Worten: Friede sei mit euch. Jesus zeigte ihnen seine Hände. Da erkannten sie die Wunden von den Nägeln, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen worden war. Alle, außer Thomas, waren da. Alle waren froh und glücklich. Sie freuten sich sehr, dass sie den lebendigen Jesus seien. Gelobt sei Gott! Gott hat Jesus auferweckt, riefen sie. Und Jesus sprach zu ihnen: Wie mich mein Vater in die Welt geschickt hat, so schicke ich jetzt euch in die Welt. Ich werde immer bei euch sein. Ihr werdet spüren, dass ich euch Kraft und Mut gebe, wenn ihr zu den Menschen geht und von mir erzählt. Wenn Thomas später mit Jungen war, erzählten sie ihm über alles, was passiert ist. Thomas glaubte den Jungen nicht, dass Jesus bei ihnen gewesen war. Thomas sagte: Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Thomas konnte nicht glauben, dass Jesus auferstanden war. Nach 8 Tagen versammeln sich die Jünger wieder. Sie schließen die Türen wieder ab. Diesmal ist auch Thomas dabei, der gefehlt hatte, als Jesus da war. Auf einmal steht Jesus wieder in ihrer Mitte und grüßt sie: Friede sei mit euch. Dann wendet er sich Thomas zu und spricht: Lege deinen Finger in meine Wunden und vertraue mir. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Als Thomas die Wunden berührt, ruft er bestürzt: Du bist es, Jesus, mein Herr und mein Gott. Jesus antwortet ihm: Thomas, du glaubst an mich, weil du mich in deinen Augen gesehen hast. Aber Gott freut sich besonders über die Menschen, die an mich glauben, obwohl sie mich nicht sehen. Liebe Kinder, Thomas hat Jesus mit eigenen Augen gesehen. Erst dann konnte er an Jesus glauben. Jesus aber sagt, dass der Mensch glücklich ist, der ihn nicht gesehen und trotzdem an ihn glauben kann. Die Bibel sagt uns,
dass Jesus der Sohn von Gott ist, den Gott zu uns geschickt hat, damit er uns rettet. Gott möchte uns vor dem Tod retten. Wenn wir an Jesus glauben, leben wir nach dem Tod bei Gott weiter. Liebe Kinder, ich wünsche euch gesegnete Tage.